Gestern Nachmittag um 16.40 Uhr in Lohne im Landkreis Vechta. Ein 43-jähriger Mann befährt mit seinem Kleintransporter die Steinfelder Straße in Richtung Mühlen. Ohne Fremdeinwirkung kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Die Bergung gestaltet sich natürlich etwas schwierig, weil das Fahrzeug auf Seite lag. Wir mussten erstmal die Beifahrertür öffnen, die lag auf der Fahrerseite. Die klemmte auch etwas. Dann haben wir das Dach aufgeschnitten und die Person aus dem Fahrzeug durch das Dach, also aufgeschnittene Dach, die Öffnung ausgeholt. Der Mann wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der 43-Jährige wegen eines körperlichen Mangels von der Fahrbahn abgekommen sein könnte.